Hallo Menschen, heute kommt der Get to Know Me Tag, in dem ich von Vilja getaggt wurde. Ich werde euch natürlich ihren Kanal und auch das Video verlinken, denn bei ihr musste ich sehr, sehr oft lachen und ich finde es so toll, wenn man immer mal so ein bisschen was von dem dahinter erfährt, deswegen habe ich mich auch entschlossen mitzumachen. Und damit ihr mich besser kennenlernt, geht's jetzt los. Meinen bürgerlichen Namen möchte ich nicht unbedingt auf YouTube veröffentlichen, das liegt unter anderem natürlich an meiner Privatsphäre, die ich etwas schützen möchte, andererseits mag ich keinen der drei Namen, die ich besitze, gerne und muss ihn deswegen nicht noch aktiv verbreiten. Falls wir schon mal eine private Nachricht geschrieben haben, habe ich höchstwahrscheinlich mit meinem Erstnamen unterschrieben, aber ich mag ihn nicht besonders und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Ich habe auch keinen wirklichen Spitznamen. Es gibt, glaube ich, einen Menschen, der meinen Mittelnamen manchmal neckisch in einer Kurzform verwendet, aber da das sich nicht wirklich durchgesetzt hat, ist das für mich kein Spitzname. Ich bin geboren am 31.01.1991, was mich zu einem 24-jährigen Menschenwesen macht. Und leider weiß ich das, laut westlichem Horoskop zu einem Wassermann, laut chinesischem zu einem Pferd. Allerdings ist mir beides vollkommen egal. Also ich halte Astrologie nicht mal mehr für fragwürdig, sondern finde die Vorstellung, dass Menschen tatsächlich glauben, so viele Personen, die alle in diesem Bereich Wassermann geboren sind, seien irgendwie so von den Grundzügen her gleich und würden in dieser Woche alle dasselbe erleben, zumindest so in die Richtung. Das ist extrem seltsam, meiner Meinung nach. Und in Vorbereitung für diesen Tag, weil mich das immer wieder aufregt eigentlich, habe ich mal recherchiert, was so verschiedene Horoskope über mich sagen und konnte ehrlich gesagt nur laut lachen. Ich möchte es euch kurz vorlesen. Nummer 1 sagt, der Wassermann ist ein wahrer Menschenfreund. Er braucht Kontakte, um neue Anregungen zu bekommen und ist sportlich. Naja. In der ersten Hälfte des Jahres sei Jupiter mein Begleiter und der steht für Veränderungen. Jetzt ist ja die erste Hälfte des Jahres bereits vorbei und es hat sich in meinem Leben tatsächlich gar nichts verändert. Ich arbeite bei demselben Arbeitgeber, ich wohne in derselben Wohnung, ich bin mit denselben Menschen zusammen und ja, ich verstehe Horoskope nicht, weiß nicht, was das soll und möchte natürlich auch niemanden beleidigen, aber das kommt mir sehr, sehr dubios vor. Nur mal so am Rande. Und weiter geht's. Ich bin von Beruf Buchhändler, bin mehr oder weniger quer eingestiegen. Das heißt, ich habe nur Germanistik und Philosophie studiert, ein Praktikum in einer Buchhandlung gemacht, dann dort als Aushilfe gearbeitet und bin dann da jetzt so reingerutscht. Das heißt, ich habe keine Ausbildung zum Buchhändler gemacht und arbeite dort jetzt trotzdem Teilzeit. Die Frage nach dem schönsten Körperteil, das ist etwas schwierig. Ich muss einerseits Vilja recht geben, ich mag meine Schlüsselbeine, aber, und das ist kein wirkliches Körperteil, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal, ich habe diese, ich nenne sie immer Rückengrübchen, wahrscheinlich ist das nicht der anatomisch korrekte Name. Ich meine damit unten am Rücken bei den Hüften diese kleinen Dellen im Hüftknochen wahrscheinlich, die finde ich ganz nett, vor allem an Frauen und die besitze ich. Das ist wohl mein Lieblingskörperteil. Ich hatte mal eine Zahnspange, sogar mehrere, und ich habe dann sogar, das war schon mal abgeschlossen, und alle haben gesagt, ja, ist vorbei. Und so mit 16 oder so habe ich mal gesagt, Mensch, meine Zähne sind immer noch nicht besonders gerade, könnte ich vielleicht nochmal eine Zahnspange kriegen, weil als Kind ist das ja auch alles mehr oder weniger noch von der Krankenkasse übernommen und ja, immer noch sind meine Zähne nicht unglaublich gerade, aber jetzt ist es halt wirklich abgeschlossen und ich glaube, ich bräuchte Magie, um sie zu richten oder so. Ich habe keine Piercings, ich hatte als Kind mal die Ohrlöcher und ich denke eigentlich auch aktuell darüber nach, mir mal wieder welche stechen zu lassen. Ich habe gerade den richtigen Begriff vergessen, aber ich mag die hier auf diesem kleinen Hobel oder eigentlich auch dann, wenn man halt hier so mehrere hat. Und ehrlich gesagt hindert mich nur so ein bisschen die Faulheit aktuell daran, mal wirklich in ein Piercingstudio zu gehen und so weiter. Dafür bin ich allerdings tätowiert, aktuell an zwei Stellen, an meinem linken Oberschenkel und an meiner rechten Schulter, wobei das hier von einem Anfänger gestochen wurde, was mir vorher niemand gesagt hat und ich mag das Motiv immer noch, aber ich werde es wohl trotzdem irgendwann mal übercovern lassen, einfach weil die Linien nicht schön gezogen sind. Es fasert schon so ein bisschen aus, also es hat von Anfang an ausgefasert und prinzipiell bin ich einer dieser Menschen, die gerne von oben bis unten zugehackt werden und was mich daran wiederum hindert, ist eigentlich nur Geld und weil ich die Ideen, die ich dafür habe, gerne immer mal so mindestens ein halbes Jahr lang schwanger trage, bevor ich es dann wirklich auf meinen Körper stechen lasse, aber ich liebe Tattoos. Und da kommen auch definitiv noch mehr dazu. Noch vor einem Jahr hätte ich wohl behauptet, ich habe einen besten Freund. Aktuell würde ich das nicht mal mehr so sagen. Ich habe einen festen Freundeskreis,
finde das auch ganz okay. Ich habe manchmal das Gefühl so, das ist meine beste Freundin, ist auch so ein bisschen was, was man vielleicht beantwortet, wenn man jünger ist oder so festlegt, wenn man jünger ist. Ich mag lieber Freundschaften, die verschiedene Dinge beinhalten. Also es gibt halt jemanden, mit dem kann ich sehr, sehr gut über Serien reden oder so, und jemanden, mit dem kann ich über Bücher reden. Oder es ist nicht mehr so, dass ich mir sage, oh mein Gott, es gibt nur diesen einzigen Menschen und den möchte ich bis ans Ende meines Lebens behalten, sondern halt ein gesunder Kreis an Freundschaften, die man aufrechterhält. Die Frage nach meinem Lieblingsfilm kann ich so nicht beantworten. Ich werde euch unten mal auf die Seite meines Tumblrs verlinken, auf der ich über Filme rede, oder eigentlich liste ich sie einfach nur auf, die, die mir gut gefallen haben. Oben stehen auch ein paar Bücher, die könnt ihr ja ignorieren, denn das wisst ihr eigentlich alles schon. Denn nur einen kann ich nicht nennen und ich mag so viele verschiedene. Also es gibt ein paar Actionfilme, die mich unterhalten, aber auch viele, viele Dramen und ja, deswegen eine ganze Liste für euch, die könnt ihr euch ja mal anschauen. Lieblingsserie ist auch sehr schwierig zu beantworten. Ich genieße zwar so Sachen wie Game of Thrones, ich gucke auch The Walking Dead, aber ich finde das nicht grandiose Serien. Also was ich wirklich unglaublich gut inszeniert finde und mit der besten Charakterentwicklung, die ich jemals in einer Serie gefunden habe, das war Breaking Bad. Viele finden das langweilig und ja, es ist nicht so, dass in jeder Folge halt irgendwie Action passiert und man ums Überleben kämpft und irgendjemand getötet wird, aber diese Entwicklung, die Walter White da durchmacht, ist großartig inszeniert, meiner Meinung nach. Früher habe ich sehr, sehr viel Dr. House geguckt, auch Lost bis auf das Ende. Das hat mir alles vergällt. Das hat die ganze Serie nichtig gemacht. Man fühlt sich extrem verarscht. Und als ich noch einen Fernseher hatte, habe ich einfach sehr, sehr viel so, ja, auch so die ProSieben-Mystery-Serien geguckt, an die ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut erinnern kann. Und eine letzte Empfehlung: ein Cartoon, Adventure Time. Großartig. Ich liebe Adventure Time. Ich mag, wie die gezeichnet sind und wie die sich gegenseitig verhalten. Und da stecken tatsächlich so viele Weisheiten drin. Das ist für mich eine wunder, wunder, wunderbare Serie. Meine Lieblingsfarbe ist, falls ihr es nicht denken konntet, schwarz. Wenn ich schwarz nicht nehmen kann, denn es ist keine Farbe physikalisch gesehen, dann wäre es rot. Lieblingslied ist wieder unglaublich schwierig zu beantworten, denn ich mag einfach verschiedene Richtungen. Deswegen werde ich euch mal kurz was einspielen. So von menschenverachtendem Metal über emotional aufgeladene Musicals. Bis hin zu extrem traurigem Indie-Pop. Das mag ich alles. Ich kann euch ja nochmal meinen Last.fm-Account unten verlinken, wobei ich aktuell auch nicht mehr ständig nur halt in meinem Media Player höre, sodass das dann übertragen wird, sondern auch auf YouTube und sonst wo. Deswegen ist es nicht mehr so ganz repräsentativ, aber immer noch repräsentativ genug, würde ich sagen. Mein Lieblingsessen ist vermutlich Sushi, und falls ich eher so ein Gericht nennen muss, dann ist es Kartoffel mit Spinat und Rührei. Also sehr, sehr deutsch und sehr, sehr japanisch. Ich hätte nicht gerne Kinder, Punkt und fettgedruckt. Und falls mich nicht irgendeine Regierung irgendwann mal dazu zwingt, dann werde ich auch keine Kinder haben. Gleichzeitig möchte ich auch nicht heiraten. Ich bin der Meinung, dass es weder eine Kirche noch einen Staat etwas angeht, wenn ich beschließe, mein Leben mit einem Menschen zu teilen. Und deswegen möchte ich das auch nicht öffentlich machen. Ich möchte das weder in ein Kirchenbuch noch bei einem Standesamt melden. Das geht niemandem etwas an, außer mich und diese Person. Und ich finde die Institution Heirat sehr, sehr seltsam. Also ich verstehe, wie sich das entwickelt hat, aber ich verstehe nicht mehr wirklich, warum man das heutzutage macht. Aber ich kenne Menschen, die geheiratet haben und habe auch nichts dagegen. Wenn es diejenigen glücklich macht, dann finde ich das toll. Ansonsten für mich persönlich nein. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an Geister. Ich halte Aliens in diesem riesengroßen Universum für sehr wahrscheinlich und dementsprechend glaube ich aber auch nicht an Himmel und Hölle. Ich finde es auch schön, wie das alles so zusammengefragt wurde, Geister und Aliens, als ob das so die gleiche Stufe ist, aber naja, vielleicht ist das für manche, für mich nicht. Ja, ich bin vermutlich mit so der atheistischste Mensch, den ihr so treffen könnt. Beziehungsweise ich kann es natürlich nicht wissen, insofern bin ich Agnostiker der äußersten Sorte, aber ich nehme Atheismus relativ wortwörtlich, also einfach ohne Gott. Ich lebe ein Leben ohne Gott, ohne Religion, ohne Glauben und deswegen bezeichne ich mich meistens als Atheist. Die vorletzte Frage, ob ich beim ersten Date an den ersten Kuss denke. Also, jetzt ist es so, ich hatte in meinem Leben auch nur ein einziges so richtiges Date und das war mit dem Menschen, mit dem ich auch jetzt noch zusammen bin. Und
bei diesem ersten Date haben wir uns auch geküsst. Also vorher hatte ich nur so Beziehungen, die halt entstanden sind in einer Gruppe, wo man erst zusammen war. Aber das war das einzige Mal, dass jemand auch direkt mich gefragt hat, ich würde mich gern mit dir treffen, ich mag dich, finde dich interessant und das ist für mich halt ein Date. Und da hatte ich jetzt auch nichts dagegen, dass wir uns geküsst haben. Ich würde das jetzt vielleicht nicht jedem 14-Jährigen empfehlen. Und man muss halt wissen, was man will, wie weit man gehen will. Wie gesagt, wir sind jetzt seit, was, 3,5 Jahren oder so zusammen und es war anscheinend nicht schädlich, dass wir uns beim ersten Date geküsst haben. Als letztes, glaubst du an dich selbst? Ja, so mittelprächtig, sag ich mal. Ich bin inzwischen so weit, dass ich meine Stärken ganz gut kenne, genauso meine Schwächen. Ich glaube, dass ich die Dinge, die ich mir vornehme, erreichen kann, was aber auch daran liegt, dass ich nicht so überambitioniert bin. Ich mag mein Leben, ich möchte zum Beispiel absolut nicht berühmt werden oder dergleichen. Und ja, ich bin ein okayer Mensch, würde ich sagen, aber auch nicht überschwänglich toll, gut. Und insofern glaube ich mehr oder weniger an mich. Ja, dann vielen Dank für das Interesse an meiner Person, Vilja, und die zwei, drei Menschen, die es zu Ende geguckt haben. So ein paar Hintergrundinfos finde ich eigentlich immer ganz interessant. Dann soll es wohl in den nächsten Videos hoffentlich wieder über Bücher gehen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.